Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute backen wir unglaublich leckere Kürbiszimtschnecken, sogenannte Kanelbulla. Aus Skandinavien kommen die natürlich. Ich habe nicht die klassischen Zimtschnecken gemacht, sondern Kürbiszimtschnecken. Ich starte mit einem Hefestück. Ich brauche dazu 120 Gramm warmes Wasser, 150 Gramm Weizenmehl, Typ 550 habe ich hier, und 10 Gramm Hefe. Frischhefe alles zusammen durchmischen. Das war's schon. Rand runterwischen und 90 Minuten gehen lassen. Das hilft, die Hefe zu vermehren. Ich brauche dann weniger Hefe im Hauptteig. Das ist weniger für die Aromabildung, sondern wirklich nur für die Hefevermehrung, für einen schweren Teig zu lockern. Dann kann ich die Hefe etwas reduzieren. Und natürlich bildet sich hier auch Aroma, aber der Hauptfokus liegt darauf, auf der Hefevermehrung, dass dann der Hauptteig besser gelockert wird. 90 Minuten gehen lassen, bis sich der Teig verdoppelt oder sogar verdreifacht. Unser Hefestück ist ready. Das kommt jetzt direkt in die Küchenmaschine. Volumen hat sich verdreifacht. Das hat jetzt bei mir etwa 90 Minuten gedauert. Ich habe die Hefe zum Originalrezept auch etwas reduziert, sprich halbiert, darum geht es etwas länger. Aber dadurch ist natürlich die Teigreifung viel besser. Dann habe ich Butter, 80 Gramm. In Skandinavien wird das Ganze immer flüssig beigegeben. Habe ich mir in der Mikrowelle aufgelöst oder kannst du auch auf dem Kochherd machen. Ein Ei dazu, 350 Gramm Weißmehl. 10 Gramm Salz, 40 Gramm Hello Sweetie, alternativ Kristallzucker und 130 Gramm Milch. Küchenmaschine schließen, auf kleiner Stufe beginnt zu kneten und nach ein paar Minuten das Tempo erhöhen. In der Zwischenzeit mache ich mir gleich die Kürbisfüllung, dazu 50 Gramm Wasser in einen Kochtopf. 150 Gramm Hello Sweetie oder wieder Zucker. Dann eine gute Messerspitze Kardamom. Eine Messerspitze Vanillepulver. Einen Teelöffel Zimt. Und hier habe ich 400 Gramm Hokkaido-Kürbis. Den habe ich mir bereits geputzt. Das ist auch das Überbleibsel vom Schokoladen-Kürbiskuchen. Auch diesen hier fein raffeln. Die Stümmelchen, die du gar nicht mehr runterraffeln kannst, einfach mit dazugeben. Das Ganze wird zum Schluss dann noch püriert. Voilà! Alles in den Kochtopf geben. Und alles auf den Kochherd geben, gut durchrühren, eventuell noch etwas Wasser nachgeben, nicht dass das Ganze anbrennt. Und dann aufkochen lassen. Dann das Ganze für etwa gute 10 bis 15 Minuten auf mittlerer Hitze einkochen lassen, immer wieder schauen, dass das Ganze nicht anbrennt. Der Teig ist schön fertig geknetet. Hier eine Kugel formen. Knetet so etwa 15 Minuten. Den kannst du aber auch 20 Minuten bis 25 Minuten kneten. Da haben wir so viel Weißmehl drin, das spielt absolut keine Rolle. Und hier hinten ist das Ganze auch schön fest geworden. Wasser ist aufgezogen, richtig schön eingedickt. Duftet schon wunderbar lecker. In eine Schüssel rein. Hat auch richtig schön karamellisiert. Jetzt alles pürieren. Zudecken, in den Kühlschrank stellen. Direkt runter auf die Masse, die Folie. Und hier zudecken. Teig 30 Minuten gut gehen lassen. Du kannst auch hoch bis 40, 50 Minuten gehen im Winter. Sommer ist wahrscheinlich weniger Kürbis, aber wenn es sehr warm ist,
dann sind es halt eher 30 Minuten. Die Masse im Kühlschrank auskühlen lassen. Wenn du nicht gerne warme Sachen in den Kühlschrank stellst, dann kannst du die Masse hier natürlich auch im Vorfeld herstellen. Nach 15 Minuten nehme ich hier den Teig einmal raus, auf die Tischplatte schlagen, so ein Dehnen und Falten imitieren, zurück und nochmal 15 Minuten gehen lassen. Es geht los mit dem Formen. Teig auf den Tisch rausnehmen, Mehl obendrauf, flach drücken, der zieht richtig schön ab, richtig toll. Auswallen. Circa 40 auf 50 cm auswallen. Der zieht sich immer wieder zusammen. Mach dir da keinen Kopf. Wenn es mal 50 ist und sich der wieder ein bisschen zusammenzieht, das ist absolut kein Problem. Die Dicke ist hier etwa 2 mm dicker. Ist eher wichtiger, dass er schön rechteckig bleibt. Durchlockern, auch wenn sich der jetzt wieder zusammenzieht, kein Problem. Dann nehme ich die Kürbisfüllung, auch wenn die noch so ein bisschen handwarm ist, das spielt keine Rolle. Die wird dann schön verteilt. Am besten geht das auch gleich mit der Teigkarte. Schön darüber ziehen. Wunderbar streichfähig. Genial. Und mit der Teigkarte kinderleicht. Einfach Druck geben, darüber ziehen, gleichmäßig verteilt. Für alle, die es gerne ein bisschen zimtig mögen, hier noch einmal Zimt nehmen und ein bisschen darüber streuen. Dann nehmen, in die Mitte legen. Und dieser Lappen hier hochlegen. Voilà. Andrücken. Mit dem Pizzaschneider Streifen schneiden zu je 3 cm Dicke. Dann so ein Teil nehmen, richtig schön in die Länge ziehen, hier runterdrehen, auf der anderen Seite hochdrehen, festhalten und eigentlich drumherum wickeln und zum Schluss unten reingehen. Da gibt es verschiedenste Techniken, wie man das Ganze formen kann. Einige formen das auch nach oben hoch. Ich finde es aber schöner, wenn der Schluss am Ende wieder verschwindet, dann habe ich hier das schöne Muster. Oder statt hochzudrehen, gibt es auch noch diese Variante, drehen. Du gehst rum und wenn du hinten bist, ziehst du es unten runter und hast dann das hier. Auseinanderziehen, eindrehen. Rumgehen, einen Kreis machen und dann unten den Schluss. Die Enden nehme ich hier einfach noch zusammen, drehe das Ganze ein, wird natürlich nicht der schönste geben, aber bevor wir es wegschmeißen, auf das Backblech. Ein Ei in der Schüssel. Verquirlen. Gleichmäßig mit Ei bepinseln. Das ist mehr so ein Betupfen. Schön darüber, dass alles schön gedeckt ist. Minuten gehen lassen, Ofen schon mal auf 180 Grad Umluft vorheizen oder 190 Grad Ober- und Unterhitze.
Der Ofen ist leider besetzt, darum backe ich sie jetzt hier auf 180 Grad Heißluft ohne Dampf einschieben und backen. Die Kürbisschnecken waren jetzt bei mir 20 Minuten im Ofen. Je nachdem kann es so zwischen 17 bis 22, 23 Minuten sein. Eher etwas heller backen, denn die werden noch glasiert mit Ahornsirup. Den habe ich mir einmal aufgekocht, damit der schön streichfähig ist. Und jetzt direkt nach dem Backen das Ganze abglänzen. Das kann man wirklich den ganzen Tag machen, da die Dinger so abglänzen, die sehen richtig cool aus. Glänzen schön, extrem appetitlich. Und dann noch etwas Hagelzucker, die oben noch etwas dekorieren. Das musst du direkt machen, solange die Glasur hier noch etwas weich ist. Die wird dann wieder fest nach dem Auskühlen, wenn man es direkt nach dem Backen bestreicht. Und sobald sie ausgekühlt sind, werden wir sie probieren. Da freue ich mich jetzt drauf, so ein Teil anzuschneiden. Ja. Luftig, dann gleichmäßig verteilte Füllung. Sieht im Anschnitt schon richtig toll aus. Es ist luftig, es ist saftig, es ist süß, es ist lecker. Unbedingt diese Teile nachbacken, gar nicht schwer. Mal was anderes als die klassischen Zimtschnecken, dieses Mal mit Kürbis. Lass mir einen Kommentar da. Wenn dir das Video gefällt, freue ich mich, wenn du den Kanal abonnierst. Am besten gleich die Glocke aktivieren, dann wirst du immer benachrichtigt, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Bis zum nächsten Mal, dein Marcel.